gefaltet hier mit Haken und Ösen, haben Sie das gesehen? Unglaublich, Erik Lütz tankt sich da an die Spitze. Erik ist in Führung gegangen vor Elfabel Ruf, das ist in die Mitte, das wäre an der zweiten Position. Ja, jetzt müsste natürlich der Erik Teppe da noch irgendwo rankommen. Das war gut, die Punkte wird. Oh, der ist da mitten im Sandwich, haben Sie das gesehen? Mitten im Sandwich, auf der vierten Position. Da meint die Führerkarte mit vorbei, aber der kommt dann mit dem Beschirm in den Schwamm. Ist das unser Joker oder wie? Erik Riss in Führung. Wahnsinn! Jetzt ist Herr Teppe wieder an der dritten Position. Stefan Tressagier ist wieder vorbeigegangen. Und der Herr ist da wieder dran. Kriegt er nochmal so einen Schwung aus der Kurve raus? Trotzdem ist das natürlich ein Riesenerlebnis für das deutsche Team und auch die FEM, es sind ja viele aus Frankreich mit dabei, jeder ist jetzt geladen, wie sieht's aus, wie geht das aus, dieser Lauf? Die letzte vor Stefan Tressagier und der Teppe. Komm hier, da geht doch noch was! Der eine Punkt wäre so wichtig jetzt. Platz 2, die Stadt Nummer 1, hier Teppe, 4 Punkte Deutschland. Das hat er ganz klasse gemacht. Helmfarbe Rot, Stefan Katz, Helmfarbe Blau, Jörg Teppe, Helmfarbe Gelb, Bernd Schmieder. Dann ist der Start erfolgt und der Bernd Schmieder hat einen denkbar schlechten Start hier erwischt. Und da muss er jetzt kämpfen. Unglaublich. Hellfarbe Blau ist an der Spitze und das ist Jörg Teppe. Und Jörg Teppe ist vor. Thank you.